Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter aus Würrelos. Heute sind wir am Stammtisch vom Boccia Club Würrelos. Neben mir sind da Mitglieder vom Vorstand vom Sport, vom Boccia Club Würrelos. Alfredo Bonadei, du hast mich dazu gebracht, um hier irgendjemanden vorzustellen. Wer stellen wir heute vor? Heute stellen wir vor den Corbo Alessandro. Er ist einer der grössten Ex-Junior-Boccia-Spieler der Schweiz. Ich habe sogar gehört, er sei der beste Boccia-Spieler der ganzen Schweiz. Ja. Aber ich glaube, wir fragen gerade mal selber. Ja, eben. Alessandro, stimmt das so? Was hast du schon alles gewonnen? Wer bist du genau? Also ich bin der Alessandro Corbo, wohne in Würrelos seit dem 18. Juli 18. Bin im Tessin aufgewachsen und mit 14 in der Innerschweiz gekommen. Der Beste sagen wir nicht gerade so, aber sagen wir in die ersten 3-4 von der Schweiz können wir locker sagen. Ich habe die Ranglisten durchgeschaut, dann bist du oft immer das Oberste. Für mich bist du der Beste. Das letzte Jahr hast du, glaube ich, das letzte Mal die Meisterschaft gewonnen, im Doppel, gell? Wo war das und wie ist das gegangen? Genau, das war in Biel. Es war zweier Schweizer Meisterschaft mit meinem Partner Alan Taegi. Der wohnt in Worb, bei Bern, Thun, zwischen Bern und Thun. Und sind wir am 1. Mai 2022 Schweizer Meister geworden, gegen den Weltmeister im Finale. Und sein Sohn gegen den Weltmeister. Wieso spielst du nur in der Schweizer Nazi, wenn du da so weltmeisterlich gut bist? Ja, weil ich, ja, wie gesagt, im Tessin aufgewachsen, in Locarno geboren. Meine Eltern sind beide aus Italien, in der Nähe von Napoli, Caserta. Nie den Schweizer Pass gemacht und ich bin auf die Welt mit dem C-Ausländerausweis und dann auch in diesen Jahren nie den Schweizer Pass gemacht, ja, Antrag gemacht. Alfred, dann machen wir doch hier einen Schweizer machen aus ihm, oder? Dann haben wir einen Weltmeister vielleicht bei uns. Also ich wäre dabei. Ja. Ja, gut. Also, nochmal Alessandro, jetzt haben wir da so Kugeln, wenn man so Sport macht, wie ist denn das? Beim Skifahren braucht es einen guten Ski, Formel 1 braucht es einen guten Rennwagen. Bei so Kugeln, gibt es da auch, oder gibt es auch Kugeln, die man da überall nehmen kann? Oder gibt es etwas Spezielles bei diesen Kugeln? Und was sind die? Also für Amateur-Anfänger gibt es auch Kugeln, so gebrauchte Kugeln in den Boccialen, die man brauchen kann, wenn man vorbeigeht und Lust hat, zum den Sport auszuprobieren. Das lange vorher am Anfang, weil einer muss ja die Weile haben. Boccia ist sehr, sehr ein komplizierter und schwieriger Sport. Ohne Geduld geht das nicht, weil nach dem ersten Mal sagt jeder, oder besser gesagt 99% der Leute, das ist nicht für mich, zu schwierig, da und dort. Aber wenn jemand das wirklich will, nach ein paar Wochen ausprobieren mit gebrauchte Kugeln, kann er dann sich einen Satz Viererkugeln bestellen. Und dann ist das Stucco Veneziano? Was ist Veneziano, das da genau? Das ist Bergstein verarbeitet und modelliert auf die Standardgröße. Der Durchmesser ist 10,7 cm und der Gewicht ist 920 Gramm pro Kugel, oder? Und du hast jetzt gesagt, du bist, glaube ich, x-fache Junioren-Schweizermeister gewesen. Wie ist das gegangen? Du bist, glaube ich, irgendwie bis auf nicht mehr gegangen und bist aufgekommen, dann bist du, glaube ich, auch gerade Schweizermeister geworden. Genau, ich war 6-mal hintereinander Schweizermeister gewesen, der Junioren-Einzel. Dann bin ich in der A-Kategorie aufgekommen, gegen die A-Spieler. Ich mit 18 bin sofort dann auch Zweier Schweizermeister geworden, schon im 2000. Im Jahr 2000, ja, dann wieder im 2001. Und dann habe ich noch siebenmal Schweizer Cup gewonnen für verschiedene Kantone. Und zweier Schweizer Meister bin ich 6-mal geworden. Dreier Schweizer Meister bin ich 2-mal geworden. Bis jetzt ja, habe ich genug Titel erreicht. Ja. Ist das wie im Tennis? Wenn man so gut ist, dann hat man eine Weltkarte, dann muss man nicht mehr die Vorrunden bestreiten oder so. Oder musst du auch alles von unten durch Vorrunde bestreiten und wie häufig trainierst du auch und wie sind dann auch, gibt's da Meisterschaft oder einfach Turnier? Wie läuft das ab bei euch im Boccia? Es ist ja so, also es gibt immer ein K.O.-System in den Turnieren und auch der Beste von der Schweiz. Ich rede nicht von mir selber, jetzt muss von Anfang an anfangen. Es ist nicht gesagt, dass einer sehr gut ist
Und der schon in der Viertelfinale kommt, automatisch und so, das existiert nicht. Das ist kein System. Mhm. Die Spieler schreiben sich ein, oder, am Turnier, und dann müssen sie schauen, wo sie rauskommen, gehen spielen. Wenn sie weiterkommen, ist gut. Wenn sie den ersten Match verlieren, können sie gerade eingehen. Oder bleiben, zuschauen, zusammen essen mit den Kollegen. Und der Tag ist dann das so, oder? Und trainiert wird normalerweise für einen, der so spielt wie ich, braucht man schon 2 Training in der Woche, dass man dann am Sonntag parat ist, um am Turnier gut zu spielen, oder? Wie sieht denn so das Training aus? Ist das einfach Kugeln schieben, also technisch? Oder tut man da ein bisschen Gewichtstraining machen oder Lauftraining oder Konzentration? Wie sieht das Training aus? Also ein bisschen aufwärmen zuerst. Ich zum Beispiel laufe ich ein bisschen für 10 Minuten so. Dann ich mich ein bisschen stretchen und so. Und dann wird es einfach auf die Sachen trainiert, wo man merkt, am Turnier eine Woche vorher nicht so gut gelaufen ist, oder? Zum Beispiel setzen, wenn im Moment nicht so läuft, oder schiessen. Mhm. Weil im Boccia gibt es immer einen, der setzt und der andere, der spickt, der schiesst, oder? Und es gibt auch 2er-Turnier, Einzelturnier und 3er-Turnier. Alessandro, sind mir mal wundern, wie bist du überhaupt zum Boccia gekommen? Wie kommt man denn zum Boccia? Kann ich auch da mal anfangen, reintrampen, oder wie läuft das genau? Es ist so, als ich klein war, habe mit meinem Vater Boccia gespielt. Er ist jede Woche trainieren am Abend. Ich bin immer mitgegangen, go zuschauen, und dann habe ich einfach gemerkt, von mir aus, dass ich auch ein kleines Talent habe. Und dann habe ich immer weitergemacht, dann in den Junioren angefangen und so weiter und so fort bin ich dann reingekommen, oder, in diesem Sport. Und zum Neuanfangen gibt es immer Möglichkeiten. Es gibt genug Boccialen da bei uns in Aargau und Zürich. Einfach spontan vorbeigehen, fragen, ob wir da ein bisschen zusammen spielen oder mal probieren. Leute sind immer nicht in der Boccia-Welt, wird immer ja gesagt, und die Leute freuen sich, wenn neue Mitglieder anfangen in einem Club. Gibt es denn da irgendwie, wenn jetzt ein Junge kommt, sagt jetzt ein 50-Jähriger, 60-Jähriger, gibt es da eine Junior-Kategorie, oder darf zum Beispiel auch eine Frau kommen? Gibt es eine Frauenmeisterschaft oder Frauenturnier? Es gibt alles, ja. Es gibt Frauenturnier, es gibt Juniorenturnier, es gibt Elite-Turnier, B-Turnier, A-Kategorie-Turnier. Es gibt alles. Also können Frauenspieler, Junioren, auch mit 6, 5, 7, 10, 15. Es ist offen für alle. Auch ein Pensionierter sozusagen kann auch neu anfangen, Boccia zu spielen. Also Alfredo, dann müssen wir jetzt etwas aufbauen als Zürcherlos. Ich sage, ich fange nachher gerade mal an. Wenn ich talentiert bin, tust du mich anmelden. Und dann möchte ich mal schauen, dass Alessandro dann mal schlagen kann. Und dann machen wir eine Frauenmannschaft. Ja. Von 0 auf 100 auf einmal. Ja, ich komme dann schon ein bisschen mehr rein. Irgendwo musst du mal anfangen. Ja, sicher. Aber eben. Wir haben auch angefangen so, aber nie geschafft. Er ist grösser geworden, ja, weil er stark war, oder? Aber ich würde sagen, Guido, gehen wir mal auf die Bahn aus, oder? Gehen wir mal üben da. Wie lange spielst du schon Boccia? Ja, jetzt gut etwa 20 Jahre. Ja. Und hast du ihn nie geschlagen, da, Alessandro? Nein, aber schon gegeneinander gespielt haben wir. Ja. Aber geschlagen habe ich noch nicht. Ich habe gehört, immer der mit ihm spielt, im zweiten Team, der wird ein Schweizer Meister. Und auf das mache ich jetzt natürlich gar nicht geübt. Und dann spiele ich mal mit ihm und dann werde ich mal Schweizer Meister. Das ist gut. Ja, sicher, können wir probieren. Ja, warum also, nicht? Wir können jetzt mit gut trainieren gut, und dann versuchen wir es dann. Ja. Also, danke. Gehen wir auf vorne. Yes.
wollen wir schauen. Ja, jetzt habe ich ihn gesetzt. He? Das ist eine Herausforderung für dich. He? Jetzt musst du meinen weghauen. He? Ja, also du kannst zum Beispiel mit zwei Schritten schiessen. Du kannst, ich fange dort hinten an, mache vier Schritte und dann lasse ich die Kugel los. Ja. Wenn ich mit dem Fuß muss ich den Bändel berühren. Das heisst, der so ist noch, gilt er noch. Sobald ich draußen bin, sei mir der Schiri ungültig, als übertreten, oder? Wenn ich dann da bin, lasse ich die Kugel los und das ist Raffa, das ist Tiefschüsse. Aber die Kugel, wenn ich sie rauslasse, muss sie gleich über die dritte Linie. Ja, am Boden. Ja, ja. Also das heisst mindestens da, oder? Ja. Sobald sie da am Boden geht und ich etwas tippe, ist ungültig. Ja. Beim Volo-Schiessen, das ist ein anderer Schuss, wenn wir bis zu den zweiten Bänden rennen, und auch von der Gummi oder da, oder, aber zuerst muss man immer am Schiri sagen, ich schiesse Volo, das ist ich oder Rafa. Er muss wissen, wie ich schiesse und was ich treffen will. Ist nicht alles frei wie am Strand. Jetzt das ist die Kugel, die du da hast. Was machst du so bei dir? Jetzt werde ich die reintypfen und mache ich eine Raffa, nicht Volo. Ja. Fange mal mit der Raffa, ich bin noch alt, vielleicht tippe ich sie auch nicht. Mal schauen. Kannst du immer noch Volo machen. Und dann zeige ich dir auch ein Volo. Ja. Gut. Ist gut. Also, jetzt stehe ich da, weil sonst sehe ich sie nicht gut. Oder? Ja. Der Pallino ist vorne, das ist gerade ein bisschen ein schwieriger Schuss. Ja. Ja. Jetzt stehe ich da, ist am einfachsten und versuche sie zu treffen. Gut. Er hat natürlich 99% Trefferquote. Gell, 99% Trefferquote hast du? Habe ich gehört? Normalerweise schon. Ja. Also keine Sache für dich. He? Ja, es ist gut gegangen. Machst du es noch einen Volley? Den gleichen Volley? Ein Volo, ja, probieren wir. Ja. Nachher können wir dann spielen. He? Jetzt gibt es Volo. Das ist einfach mein Stil, oder? Jeder hat seinen Stil. Ich fange von der Gummi an bei der Raffa und beim Volo stehe ich da. Ich muss mich schon ein bisschen konzentrieren. Ist nicht einfach, dann laufe ich, also sozusagen laufe Rani, bis zu der zweiten Linie. Die darf ich auch nicht übertreten, ganz mit dem Fuß. Eben immer so oder so. Sobald es so ist, gilt es nicht mehr. Und dann muss meine Kugel in die Höhe kommen und inner 40 cm von der geilen Kugel am Boden kommen, sie treffen. Wenn ich 50 kurz bin oder 40 cm und 1 mm, geht der Schiri messen und sagt, ungültig. Willst du schnell zeigen? Gut. Also, jetzt probiere ich, weiß ich nicht, ob es geht. Jetzt spielt man dort unten, oder? Die Panne ist nicht nur dort, ist der ganze. Und dort wird es ganz schwierig. Jetzt etwas treffen oder nicht am Pallino. Machst du da wie im Curling zum Beispiel auch so, redet man von jetzt hat er verschossen. Entschuldigung, jetzt hat er verschossen und ich sage am Schiri, raus bitte, die Kugel kommt dann auf den Murli dort und sie kommen wieder dran, bis wenn sie uns den Punkt weggenommen haben. Und wir haben noch zwei Kugeln in der Hand. Ja. Und sie haben schon die dritte verbraucht jetzt, oder? Ja. Er hat nachher nur noch eine. Ja. Und jetzt hat er sie gespielt und der Punkt ist immer noch uns. Und jetzt muss er die letzte Kugel spielen. Und dann schauen wir, was machen, dass wir am meisten Punkte rausholen in diesem Gang. Und das Spiel geht auf 15 Punkte, oder? 12. 12, ja. Wir müssen nachher überlegen, was wir machen können, dass wir mehr als den Punkt, den wir am Boden haben, können aufnehmen können. Und dann wird es dort oben angezeigt, oder? Statt jetzt 0-0. Und ich würde jetzt an meinem Partner sagen, versuchen wir den zweiten Punkt reinzutun, oder? Jetzt geht er auf Punkt. Und dann schauen wir weiter. Ich habe ja noch eine Kugel. Ja, genau. Schlecht ist sie nicht. Ja, glaube ich. Ah, schade.
Hättest du einfach ein bisschen abgeschossen? Jetzt hat er, siehst du, der Schiri scheint schon zwei, oder? Zwei, ja, ist gut. Wir haben schon zwei Punkte am Boden. Ja. Wenn ich den dritten Punkt, den Gegnerkugel, wegtüpfe, bleiben immer noch zwei. Ja. Wenn ich nicht schiesse, kann ich noch den dritten Punkt rein tun. Ja. So geht das, oder? Ja. Dann probiere ich einfach. Da muss man auch immer aufpassen, dass ich die Kugeln vom Gegner nicht berühre und den Punkt verkaufe. Ja, sonst stosse ich sie zum Pallino und dann gehört der Punkt am Gegner. Es ist immer ein bisschen überlegen, wo es steht. Ja. Aber ich denke, das ist jetzt fast ein bisschen... Jetzt habe ich auch geredet und so. Eben, gell? Jetzt sind zwei Punkte, oder? Zwei Punkte, Und die werden aufgeschrieben. Die hast du fast ein bisschen taktisch gemacht, hä? Die ist ein bisschen taktisch. Das ist viel, gell? Also das mache ich nur, wenn ich Kugeln wirklich nicht sehe. Weil so im Drachenschüssen, das was ich jetzt gemacht habe, kann man wirklich sagen, bin ich der Beste von der Schweiz. Ich tippe rechts, tippe Kugeln rechts, wo ich dort links, vor. Jetzt habe ich nicht aufgeladen, oder habe ich wieder zwei Punkte. Hätte ich sie voll getroffen, hätte ich meine andere auch noch aufgeladen und hätte nur einen Punkt gemacht, anstatt zwei. Aber ich kann jetzt da probieren. Auch im Griff. Super. Von 4-0 steht schon 4-4. Jetzt wird es spannend. Aber es gibt auch den Fehler vom Gegner. Hat er den Pallino verschossen, hätte ich noch 4 Punkte am Boden gehabt. Mit der letzten Kugel hätte er sicher nicht mehr geschossen, weil er gewusst hat, wenn ich nochmal verfehle, verliere ich 4 Punkte. 4 und 4 gibt es 8. 8-0 ist schwierig zum Aufholen. Aber er hat es gerade getroffen. Ist gut, oder? Der Gegner spielt auch, oder? Nicht nur einer, der gut ist, kann gewinnen. Und ein neuer Gegner. Genau. Ein guter Gegner. Am Schluss von dem Beitrag von Alessandro Corbo, x-facher Schweizermeister im Boccia. Wir sind hier im Boccia Club Zürichlos oben. Wir haben ein reinschauen, wie das Boccia-Spiel überhaupt funktioniert. Ich habe gemerkt selber, dass ich ein bisschen Talent habe. Ich fange glaube auch an. Und sonst alle anderen, die das Gefühl auch haben, sie wollen da mal mitmachen, kommen da vorbei, Boccia Club Zürichlos. Es lohnt sich. In dem Sinn, das gebe ich zurück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.